Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part haben wir König Garon Bericht erstattet und er hat auch verhältnismäßig recht positiv auf uns reagiert. Aber ich traue ihm und seinem Berater immer noch überhaupt nicht. Auf jeden Fall haben wir unseren nächsten Auftrag bekommen. Wir sollen uns mit dem Hoschidischen Heer anlegen. Oh, das ist okay. Und ich würde mir jetzt ganz gerne die Map einmal angucken. Ah, wir sind hier. Und die Map geht recht weit in diese Richtung. Okay. Wen haben wir denn da unten? Eine dunkle Magierin. Nyx? Nyx? Kann man wahrscheinlich aussprechen, wie man möchte. Y ist immer so eine Sache. Sie sieht cool aus. Das heißt, wir können wieder potenziell jemanden rekrutieren. Die Wand hat 15 KP. Das ist interessant. Also ich hätte jetzt gesagt, okay, hier steht ein, hier ist ein Felsen, hier kommen wir nicht rein. Aber da dieser Felsblock hier 15 KP hat, könnte es sein, dass wir ihn vielleicht zerstören können und uns somit hier reinschleichen können. Maybe. Mal gucken. Speerkämpfer. Und Bogenschütze. Und Samurai. Hier ist der Boss. Und ich glaube... Oh, du hast jede Menge Gold bei dir. Ansonsten, ja, jede Menge Leute mit Speer und mit Bogen. Wir haben hier auch zwei Truhen und eine Drachenader. Säureregen setzt KP alle Einheiten auf 1. Ui, das ist nicht schlecht. Huch. Azura, was macht die denn hier? Also ich meine, ja, es ist eine hoschidische Festung. Deswegen, klar, als mehr oder minder Prinzessin von Hoshido... wundert es mich nicht, dass sie hier ist, aber sie steht in der hintersten Ecke und die Gegner kann ich ja auch alle markieren, sie aber nicht. Das heißt, sie könnte eventuell auf unserer Seite sein. Das finde ich aber, also ich finde es gut, ich mag sie und ich würde mich freuen, wenn sie sich uns anschließt, aber es ist schon, weil sie hat auch keine Waffe und so. Ich habe da ein bisschen Angst. Vielleicht kann ich mit ihr da oben Drachenader aktivieren, aber dann muss ich an dem Typen hier vorbei, ist auch nicht so dolle. Aber nun gut, schauen wir erstmal, was wir noch so in Erfahrung bringen können. How very annoying. Oh Gott, diese Stimme. Die ist auch ziemlich nervig. Die habe ich jetzt irgendwie auch nicht erwartet. Ich weiß auch nicht, die klang jetzt so kindlich und ziemlich ätzend, ehrlich gesagt. Wie unerfreulich. Ich hätte mir denken können, dass die hoschidische Armee hier ist. Da ist ein junges Mädchen drin. Wir müssen sie gefangen nehmen. Bla, bla, bla. Gestern hingen sie noch am Rockzipfel und heute jagen sie eine erwachsene Frau. Erbärmlich, das macht mich krank. Und deshalb verstecke ich mich normalerweise vor der unwissenden Masse. Und erneut werde ich ohne eine Erklärung an einen fremden Ort verschleppt. Ist dies mein Schicksal, auf ewig abgeschoben zu werden? Überall eine Fremde zu sein? Vielleicht akzeptieren mich ja die Noren. Oder sterbe ich an diesem Ort? Nun, dies vermag ich nicht zu ändern. Wäre ich doch nur als Hoschide geboren. Ich wusste stets, dass ich eines der ersten Opfer sein würde, sobald der Krieg beginnt. Aber letztendlich... Hä? Huh? Hm? Spüre ich etwa eine Drachenader? Ich erinnere mich, diese Feste wurde aus den Überresten eines Drachen gebaut. Vielleicht kann die Drachenader dazu verwendet werden, jene darin anzugreifen. Aber da musst du erstmal hinkommen, meine Liebe. Besetzen. Ja, Schlösser und Türen können geöffnet werden mit einem Schlüssel oder mit den passenden Fähigkeiten. Aber sie jagen eine erwachsene Frau und dann sagt sie sowas wie, dass sie hier schon wieder eine Fremde ist. Heißt das, dass die Hoschiden Azura auch nicht mehr bei sich haben wollen? Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich krass, weil Königin Mikoto war ihr ja auch sehr freundlich gesinnt eigentlich. Und das stimmt mich dann schon irgendwie traurig, dass das jetzt scheinbar nicht mehr der Fall ist. Oh, die Musik. So, lassen wir euch erstmal hier. Und stellen uns mal alle hier so hin. Ach so, sie kann ich auch steuern. Ja, aber
mich jetzt hier in den Einflussradius des Gegners zu stellen, ist, glaube ich, nicht so schlau, weil sie hat ja noch nicht mal eine Waffe. Sie hat zwar drei Heilmittel, das heißt, sie könnte sich ein paar Mal heilen, aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle und der sich da hinstellt, komme ich auch nicht mehr wirklich durch. Deswegen lasse ich sie da hinten erstmal warten und gucke, was so passiert. Ach so, der bewegt sich weg. Das ist ja vielleicht ganz praktisch. So, mit dir wollte ich ganz gerne mal reden. Hey, Kleine, was machst du hier draußen? Du bist definitiv kein oschidischer Soldat. Hier ist es gefährlich, junge Dame. Komm herüber zu uns und wir beschützen dich. Deine Familie muss krank sein vor Sorge. Pass. Ich bin keine junge Dame und weder will noch benötige ich euren kläglichen Schutz. Huh? Wirklich? Bist du dir sicher? Listen, child. Bist du taub und dumm, Kindchen? Geh oder ich verfluche dich in alle Ewigkeit. What? Kindchen? Du hast Nerven. Du siehst so alt aus wie meine kleine Schwester. I'm not looking for trouble, but... Das Äußere kann trügerisch sein, Kind. Ich fürchte, dass meine Lage deinen armseligen Verstand überfordert. Ich will einfach nur in Einsamkeit leben und mich dem strengen Blick der Welt entziehen. Ist das wirklich zu viel verlangt? Oh. In Einsamkeit leben? Bedeutet das, du bist ganz allein? Hast du keine Familie? Mhm. Meine Familie verließ mich vor langer Zeit. Sie hatten Angst vor mir und meiner Gabe. Sie dachten, ich sei seltsam. Vielleicht bin ich das. Wer braucht schon eine Familie? Ich weiß nicht, warum ich dir das sage. Deine Augen erwecken Vertrauen in mir. Also ja, neugierige Fremde, ich bin ganz allein und so wird es alle Tage sein. No. Nein, das darf nicht sein. Schließe dich uns an. Ab jetzt sind wir deine Familie. What? Was sagst du da? Du weißt nichts über mich oder meine dunkle Vergangenheit. Yes. Das stimmt, aber die Vergangenheit zählt nicht. Nur die Gegenwart und die Zukunft. Zudem kannst du dem hoschidischen Heer nicht allein trotzen. Du brauchst uns. Vertrau mir, ich weiß, wie es ist, allein und verloren zu sein. Es ist keine Art zu leben. Wären mir Freunde und Familie nicht zu Hilfe geeilt, würde ich heute nicht leben. Jeder braucht jemanden im Leben, Fremde. Bitte schließ dich uns an. Ich kann unmöglich so ein kleines, hilfloses Fräulein allein lassen. For crying out loud. Ich sagte bereits, ich bin viel älter, als ich aussehe, du dreiste Närrin. Oder war das vielleicht, wie heißt es noch, eine Art Witz? Huh. Also gut, du hast recht. Ich denke, es hat Vorteile, mich dir anzuschließen. Vorerst. Es ist Ewigkeiten her, dass ich in Gesellschaft war. Es könnte ganz nett werden. Du darauf bestehst, schließe ich mich euch an und stehe euch zur Seite. Phew. Da wir nun zusammen kämpfen, sollte ich dich einweihen. Siehst du die Wand? Sie ist brüchig. Durch einen Angriff kann man sie zerstören. Mit diesem Wissen sollten wir gegenüber dem hoschidischen Heer im Vorteil sein. Okay. Stellen wir uns schon mal hier so hin. Das heißt, wir können die wirklich zerstören. Hier oben war noch so eine Wand. Und hier war auch noch eine. Okay. Sie ist auf jeden Fall echt interessant. Muss ich sagen. Aber wenn es so einen kleinen Kritikpunkt für mich an dem Spiel bis dato gibt, dann ist es teilweise die Synchro, muss ich sagen. Also manche Stimmen gefallen mir echt nicht so gut und ich finde, diese Wortfetzen, die Charaktere manchmal während den Gesprächen so von sich geben im Hintergrund, die finde ich manchmal echt unpassend, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Aber nun gut, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht weiter schlimm, aber ich wollte es mal anmerken. So, also wenn der sich da immer weiter vielleicht wegbewegt, dann kommen wir vielleicht tatsächlich noch bis zur Drachenader. Das fände ich gar nicht schlecht. So, dich lasse ich mal hier stehen. Dich bewege ich aber mal in diese Richtung. Und euch lasse ich auch mal hier, weil ich würde ganz gerne erst die Hoschiden da vorne aus dem Weg räumen, bevor ich mich dann wirklich von der Seite anschleiche, weil das ist zwar nicht schlecht, aber ich möchte eigentlich erstmal hier die Vorhut quasi platt gemacht haben. Auch wenn die sich irgendwie nicht so... Weiß ich nicht. Die wollen sich irgendwie nicht so anlocken lassen. Da habe ich mich so schön dahingestellt. Ich meine, ich kann
mich gerne auch wieder in diese Richtung bewegen. Dann kann ich euch mit noch mehr Charakteren auf die Nase hauen. Habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Aber das dauert dann natürlich. So. Und du kannst dich weiter anschleichen. Die machen echt nichts. Das finde ich irgendwie gemein. Wenn ich mich dann vielleicht hier hinstelle. Jakob dahinter. Niles. Odin. Ihr seid auch zur Stelle. Elise auch. So. Sie hat ja auch einen Truhenschlüssel, genau. Ach, hier ist ihre Waffe drin. Wie praktisch. Ich meine nicht, dass ich sie da hinten alleine kämpfen lassen möchte, aber auf jeden Fall praktisch. Ah, jetzt kommen sie alle angeschlichen. Okay. Immerhin etwas. Dann kann ich die jetzt erstmal hoffentlich, ja, aus dem Weg räumen, beziehungsweise zumindest ordentlich Schaden rausdrücken. Ich muss sagen, die Map ist echt schön. Also es ist so ein bisschen düster und im Hintergrund haben wir dann auch so ein bisschen das Gebäude. Also es sieht halt echt schön aus. Die Map ist ja prinzipiell sehr lang gezogen. Man könnte da jetzt auch einfach durchstürmen. Aber die Tatsache, dass man einfach auch ja, von links und rechts quasi angreifen kann und so ein bisschen einen taktischen Vorteil sich rausholen kann, finde ich echt schön. Also das macht echt Spaß. Ich glaube auch sowieso, sehr schön, da ich ja nur Awakening gespielt habe und da gab es nun mal überwiegend diese Standardmissionen, nenne ich sie mal. 21. Dadurch kenne ich es halt einfach gar nicht so, dass man auch wirklich so ein paar andere Sachen noch machen kann, wie sich von der Seite anschleichen und besetzen und in so und so viele Runden gewinnen, das wird mit Sicherheit auch noch kommen. Und sowas halt. Wie viel Schaden würdest du denn eigentlich machen? Ja, doch einiges. Du würdest aber auch einiges kassieren. Du könntest aber auch hier angreifen. Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Nehmen wir den mal aus dem Spiel mit ihr. Dann sehen wir auch mal, wie sie so angreift. Ui, interessante Frisur. Und doch recht freizügig bekleidet. Sie hat echt was von Tarja. Definitiv. So. Dann kannst du doch mal auf den schießen. Neben gerne. Ich habe immer so ein bisschen Angst um Niles, weil als Bogenschütze ist er natürlich schon recht fragil. Aber dadurch, dass wir jetzt so viele Charaktere hier stehen haben, sollte das eigentlich ganz gut gehen. Du kommst leider nicht an ihn dran. Schade. Dann kann Odin das vielleicht machen? Mal gucken. Mal gucken. Klar, das würde reichen. Das würde auch locker reichen. Du hast Level 11, du hast Level 12. Ja gut. Bleibt sich ziemlich gleich, wer da jetzt drauf prügelt. Die beiden sind einfach ein sehr gutes Team auf jeden Fall. Also ich merke schon, wer so meine stärksten Einheiten aktuell sind. Ich muss die beiden auch gleich mal wieder trennen. So, du dahin. Die Sache ist, kriegst du den jetzt platt? Ich hoffe mal. Mit 99% gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du das hinbekommst. Auch wenn deine Waffe im Nachteil ist. Ich mag auch diese Magie-Angriffs-Animation total gerne. Finde ich echt schick. So. Dann haben wir da vorne schon mal ordentlich aufgeräumt und niemand wurde verletzt. So, und du musst dich jetzt mal weiter Richtung Drachenader bewegen. Gut durchgeschlichen auf jeden Fall. So, wir kümmern uns jetzt erstmal hier oben um die Drachenader, würde ich sagen. Bitteschön. Ja. Hat sie gut gemacht. Jetzt steht sie natürlich da oben auch etwas alleine da. Aber nun gut. So, ihr kommt dahin. So, wir könnten uns jetzt von der Seite anschleichen. Aber rein theoretisch könnten wir jetzt auch einfach hier durchgehen. Das würde vermutlich auch funktionieren. So.
Stellen wir uns mal hier so hin. Dann hätte ich gerne noch Effi und alle anderen können auch aufrücken. Ich gehe dann doch am liebsten so als Gruppe dadurch. Also manchmal ist es natürlich mit Sicherheit gut, sich aufzuteilen. Aber ich habe es irgendwie so mit am liebsten, wenn man sich einfach so als große Gruppe bewegt. Dann fühle ich mich persönlich nicht so unsicher. Dann kann ich nämlich auch mal eben schnell im Zweifelsfall den Charakter wieder abziehen und jemand anderen nach vorne schicken. Also es ist mir doch echt am liebsten, wenn ich mich so zumindest dann zu zweit bewege, aber am liebsten so als Gruppe auf jeden Fall. So. Du könntest gerne mal hier so aus der Mitte einmal auf ihn drauf schießen. Da kann er nämlich recht wenig gegen machen. Mit wem zusammen kannst du denn mal angreifen? So. Man sieht aber echt, dass wir weiter ins Gebäude reingegangen sind. Das finde ich echt schön, solche kleinen Veränderungen. Ich bin ja sowieso so ein Detailmensch irgendwie. Das ist jetzt Kapitel 9, richtig? Meine ich. Weil man hatte mich im Vorfeld ein bisschen gewarnt vor, ich glaube, Kapitel 10. Das wäre wohl irgendwie berühmt-berüchtigt auf der Noah-Seite. aber gut, bei mir ist es sowieso irgendwie so, ich bin einfach froh, wenn ich durch jedes Kapitel irgendwie lebend durchkomme, ohne möglichst viele Einheiten zu verlieren. Zack. Das ist ja so mein Ziel. Ich meine, klar, mir kann keine Einheit sterben, komplett. Aber ich will natürlich trotzdem versuchen, alle durchzubekommen. Das ist so... Also ich spiele eigentlich schon so, als wenn ich auf klassisch spielen würde. Ich will auf keinen Fall, dass irgendeine Einheit stirbt. Aber für den Fall der Fälle, dass ich mir mal irgendwann eine unmögliche Situation schaffe, habe ich mir gedacht, nehme ich dann lieber diesen Modus. So. Die Sache ist, da treffen mich dann immer die Bogenschützen. Du kannst erstmal aufrücken. Gehen wir jetzt, wo gehen wir lang? Am besten unten. Denke ich. Sprich, ihr könnt euch mal zusammentun. Seid ihr ein bisschen flotter unterwegs? Du kannst dir mal Elise schnappen. Dann seid ihr auch ein bisschen flotter unterwegs. Dann tue ich euch mal zusammen. Und euch, würde ich sagen. Und Niles muss dann da oben erstmal alleine klarkommen. Ja gut, was ich mit dir mache? Ehrlich gesagt möchte ich, dass du da oben bleibst. Ich möchte nicht, dass dir irgendwas passiert. Weil der läuft ja immer nur im Kreis. Das ist ganz angenehm. So, du kommst da überall dran. Aber du kommst nur dahin. Okay. Das passt schon. Na doch, warte ruhig mal hier. Ihr seht, ich spiele wie immer sehr defensiv, aber das finde ich auch nicht wirklich schlimm. Ich frage mich halt echt nur, kann ich von hier aus ihn eigentlich treffen? Ja, könnte ich. Aber er macht mir auch ziemlich großen Schaden. Unser Vater hat uns jetzt auf diese Mission hier geschickt. Und angeblich vertraut er uns ja auch wieder und alles. Aber ich bin da echt etwas skeptisch. Ehrlich gesagt. Ob das wirklich so ist. Ich weiß nicht. Einerseits denke ich mir so, okay, er hat ganz nett reagiert und sich auch gegen seinen Berater irgendwo gewendet, aber ob ich ihm das jetzt so abkaufe, ist die andere Sache. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er uns jetzt wieder hier ins Messer laufen lassen wollte. Generell ist ja auch die Frage, für mich so jetzt schon, wer ist für euch am Ende der Endboss? Ich meine, ob man das jetzt schon so sagen kann, ne? Kann natürlich noch was sein, was erst noch kommt. Aber ich finde die Frage irgendwie jetzt auch schon ganz spannend. Ui, du tust mir aber auch ganz schön weh. Weil... damit kann ich, glaube ich, erstmal leben. Ist es jetzt wirklich Hoshido? Also ist quasi die finale Schlacht dann Noah gegen Hoshido und ich sag mal, Ryoma ist dann irgendwo der alles entscheidende Gegner für uns und auf der anderen Seite dann eben Xander oder Garon. Das könnte sein. Ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass vielleicht Garon irgendwo
ja, weiß nicht, ob der Endboss ist, aber zumindest ein Boss, der dann später noch vorkommt. Also ich weiß nicht, weil auch Xander und Elise und Camilla und Leo, die sind ja offensichtlich alle auf unserer Seite. Die sagen ja auch extra, wenn du Svenja töten willst, dann musst du uns auch töten. Deswegen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die sich vielleicht letzten Endes schon alle irgendwo gegen ihn wenden. Noch nicht mal platt. Aber dieser Iago oder wie er hieß, ist mir auch nicht geheuer. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da überraschen. Bis dato wissen wir ja noch nicht viel. Wir haben den Krieg gegen Hoshido. Diesen kleinen Konflikt mit unserem Vater. So nenne ich es einfach mal. Und ansonsten... Gut, das mit Azura jetzt finde ich ein bisschen seltsam, aber das ist auch eigentlich alles. Ich lasse mich überraschen, aber ihr kennt mich ja, ich mache mir gerne Gedanken zu allem Möglichen. Ihr könnt mich gerne angreifen mit eurem einem KP-Punkt. KP-Punkt? Moment, Kraftpunkt. KP-Punkt wäre Kraftpunkt-Punkt. Klingt auch interessant. Ah, du machst schon ein bisschen mehr Schaden, aber das ist auch noch verschmerzbar. Aber sie sehen ganz cool aus. Das muss ich ja mal so anmerken. Das tat ziemlich weh. Ist der andere gerade einfach quasi im Hintergrund verschwunden? Schön. Aber ich glaube, die Mission haben wir auch ganz gut im Griff. Die sah am Anfang für mich ein bisschen schwierig aus. Dadurch, dass wir so viele Gegner haben und Azura da ganz alleine da oben war. Aber so mittlerweile, ja, sieht die dann doch irgendwie ganz entspannt aus. Wir hatten da ganz oben noch eine Truhe, oder? Genau. Ja gut, aber ich würde ruhig sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. Machen die restlichen Gegner beim nächsten Mal. Und ich denke, dann schließen wir das Kapitel auch ab mit der vermutlichen Cutscene, die danach kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Schlacht hat bis dato wieder sehr viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch beim Zusehen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.